Leute, haltet eure Kinder fest, denn das, was jetzt kommt, ist das genialste Spielzeug, was ich je gesehen habe. Und ich bin sicher, wenn ihr gerade Jungs irgendwo in dem Alter habt, wo die schon eine Fernbedienung bedienen können, die werden jetzt gleich hin und weg sein. Hi und willkommen bei Cooper Cup. Heute soll es um ein Kinderspielzeug gehen. Dieses Kinderspielzeug habe ich mir schon vor Jahren besorgt, um was ganz anderes damit zu machen. Ich möchte damit Aufnahmen in der Höhle machen. Ja, und ich will mal nicht lang um den heißen Brei reden. Heute geht es um das da. Um diesen kleinen Kerl hier. Das Ding hier ist wirklich ein Meisterwerk der Ingenieurstechnik. Also ich habe noch nie was Vergleichbares gesehen. Man bekommt es für unter 200 Euro, also für 190 Dollar ist das mal früher verkauft worden. Leider produziert die Firma es schon seit etwa 5 Jahren nicht mehr. Es ist fast unmöglich, einen zu finden, und wenn man einen findet, dann nur in Amerika. In Deutschland ist das Ding nie verkauft worden. Ist total schade drum. Aber es hat unheimlich viele Funktionen und ja, es ist nachempfunden einem echten Bombenentschärfroboter, der um die 400.000 Euro kostet und etwa, ja, man kann sagen, im Maßstab 1 zu 4 ist das Ding jetzt hier, also schon deutlich größer ist. Aber ja, ich habe hier im Prinzip eigentlich alle wichtigen Funktionen drin, und auf die gehe ich jetzt dann so im Einzelnen mal ein, und ihr seht natürlich das Ding dann auch in Action. So, das ist erstmal die Fernbedienung. Da klemmt ihr oben euer Handy ein, denn wie ihr euch schon vorstellen könnt, gibt es am Roboter eine Videokamera und die überträgt dann das Bild auf das Handy. An der Fernbedienung unten sind drei Steuerknüppel. Der eine ist fürs Fahren, vorwärts, rückwärts, links und rechts. Der andere ist für das Handgelenk, für den Greifer, um ihn zu drehen, beziehungsweise das Handgelenk hoch und runter zu fahren. Und der dritte ist für Oberarm und Unterarm, damit man das anheben und absenken kann. Darüber sind nochmal vier kleine orangene Knöpfe. Die orangenen Knöpfe sind einmal, um Greifer zu öffnen und zu schließen, und einmal, um das Schultergelenk zu bewegen, also dass man den Arm quasi um den Roboter rumdrehen kann. Und dann gibt es nochmal diese vier Knöpfe, die in Kreuzform angebracht sind. Die zwei roten Knöpfe sind zum Kette, also beziehungsweise Raupenlaufwerk nach vorne und hinten klappen. Und die zwei blauen sind zum Ein- und Ausschalten von der Videokamera. Der Roboter hat vier angetriebene Ketten. Die äußeren zwei lassen sich nach vorne klappen, wodurch er natürlich deutlich mehr Stabilität erhält. Allerdings auch einen wesentlich größeren Wendekreis. Der Antrieb ist so stark, dass er den ganzen Roboter anheben kann, wie man hier schön sehen kann. Der Arm besteht aus Unterarm und Oberarm. Die lassen sich getrennt voneinander steuern. Sowohl der Antrieb der Ketten als auch der Arm sind proportional gesteuert. Das heißt, ich kann es langsamer oder schneller bewegen. Und vorne auf dem Arm sitzt ein Handgelenk. Und dieses Handgelenk lässt sich ebenfalls nach oben und unten nochmal drehen. Die Zange lässt sich natürlich öffnen und schließen. Jetzt machen wir so auf. Jetzt wird der komplette Arm gedreht. Das geht ebenfalls. Also unten nochmal ein Schultergelenk sozusagen. Jetzt drehe ich die Zange, und währenddessen gleichzeitig fahre ich das Handgelenk nach oben und jetzt nach unten. Oben auf dem Handgelenk sitzt die Kamera. Die Kamera ist sogar nachtsichttauglich, also man kann im Stockdunkeln filmen. Die schaltet automatisch um, sobald die Beleuchtung zu gering ist. Wenn man jetzt die Kamera nach hinten kippt, wie jetzt zu sehen, dann kann man auf der Fernbedienung das Bild spiegeln, also beziehungsweise umschalten, oben und unten. Und so sieht man es dann wieder richtig rum. Zusätzlich habe ich in der Kamera noch einen kleinen Lautsprecher drin. Ich kann also tatsächlich über die Fernbedienung sogar mit jemandem sprechen. Und es ist auch ein Mikrofon in der Kamera verbaut, sodass ich auch höre, was der mir dann zu sagen hat. Das Ganze hat leider einen kleinen Haken. Die Fernbedienungsgeschichte läuft über WLAN und die ist leider ja, etwas zeitverzögert. Also ich sage jetzt mal, es kann passieren, dass, wenn der Empfang schlecht ist, dass es bis zu 2, 3 Sekunden dauert, bis das Bild quasi dann dem nachfährt, was man eben gerade
am Roboter gesteuert hat. Also man sieht es dann immer etwas zeitverzögert, etwas später. Ist übrigens auch dann bei der Sprachübertragung so, auch dann hört man quasi, was der andere gesagt hat, das 2 oder 3 Sekunden später. Das Gerät hat also unheimlich viele Funktionen für einen sagenhaften Preis. Man kann halt ganz witzige Sachen mitmachen. Jetzt falte ich ihn quasi wieder zusammen. Auf der Rückseite hat er einen Tragegriff, damit kann man dann auch schön mitnehmen und tragen. So, schauen wir uns nochmal an, wenn er was heben soll. Er kann bis zu 200 Gramm heben. Wenn man die Motorgeräusche so hört, könnte man glauben, das Gerät ist so an seiner absoluten Leistungsgrenze. Da darf man sich aber nicht von täuschen lassen. Der zieht es also wirklich immer irgendwie noch durch. Bei mir ist es vielleicht auch tatsächlich ein bisschen so, dass diese Leistungsgrenze erreicht ist, weil der Akku halt eben schon lange nicht geladen wurde. Von mir aus nicht. Und wo ich ihn gekauft hatte, da war das Gerät ja auch schon 2 Jahre nicht mehr in Produktion. Und es war noch original verpackt. Also das heißt, 2 Jahre lang ist der Akku auch nicht geladen worden. Dementsprechend hat er nie die volle Leistung gehabt. Und wo er am Anfang bei mir noch etwa 15 Minuten am Stück durchgelaufen ist, schafft er jetzt noch etwa 5 Minuten, bis die Kamera ausfällt. Der Rest vom Roboter funktioniert aber noch. Also das heißt, die Kamera scheint irgendwie am meisten Strom zu brauchen. Wahrscheinlich fürs Senden vom Videosignal, ich weiß es nicht. Aber letztendlich, nach etwa 5 Minuten ist mein Bild Schluss, aber dafür der Rest funktioniert noch weiter. Den Stein, den er jetzt gleich aufhebt, der ist übrigens etwa 150 Gramm schwer. Also ja. Das ist schon mal so die Kategorie von einem Handy, kann man sagen, ne, vom Gewicht her. Klar, der eigentliche Spaß liegt natürlich darin, seine Geschicklichkeit zu üben, Gegenstände von A nach B zu transportieren, Dinge umzusetzen, einzufügen aus verschiedenen Höhen, verschiedenen Winkeln. Macht einen unheimlichen Spaß, dem kann ich mich auch als Erwachsener nicht verwehren, also das ist wirklich eine sehr lustige Sache. Aber es gibt noch mehr, denn auch im Fahren kann man seine Geschicklichkeit ausprobieren. So, schauen wir doch mal, ob ich es schaffe, mit dem Roboter hier über diese Kiste zu kommen. Die hat etwa die Höhe von der Treppenstufe. Leider hat der Roboter sein meistes Gewicht hinten. Dementsprechend ist es vorwärts fast unmöglich, da drüber zu kommen. Wobei ich nicht weiß, also es gibt ja immer noch Möglichkeiten, mit dem Arm sich irgendwie festzuhalten, hochzuschieben und so weiter und so fort. Also Tricks gibt es da unendlich viele und ich habe es jetzt einfach mal mit Gewicht verlagern versucht, indem ich das Gewicht von dem Arm immer entsprechend in die Richtung verlagere, wie ich es brauche. Und die Ketten zusammen und auseinanderklappe. Und ja, schauen wir mal, ob ich drüber gekommen bin.
Ja, wie man gesehen hat, hat es prima geklappt. Allerdings, es war nicht der erste Versuch. So, jetzt hier noch ein paar Außenaufnahmen. Ich habe ja auch so manche Situationen, wo ich jetzt dann durchmanövrieren muss. Das lasse ich dann alles mal ein bisschen unkommentiert. Aber man sieht dann schon, wie man hier mit Geschicklichkeit ein bisschen arbeiten muss, wo also quasi die Gewichtsverlagerung vom Arm genutzt werden muss oder man stützt sich mit dem Arm ab oder man klappt die Ketten außen ein. Was die Ketten übrigens betrifft, auf Untergrund wie diesem hier, der uneben ist und voll mit Gras, sollte man sie nach Möglichkeit immer zusammengeklappt lassen. Denn wenn man sie auseinandergeklappt hat, dann neigen die inneren Ketten dazu, am hinteren Ende vom Roboter von den Kettenrädern runterzuspringen. Das passiert aber nicht, wenn die Ketten zusammengeklappt sind. Auf geradem Untergrund, auf Teer oder auf Holzbrettern oder auf Fliesen oder ähnlichen Sachen, Teppich, passiert das nicht. Muss man sich keine Sorgen machen, aber halt, wie gesagt, auf so unebenem Untergrund kommt das ab und zu vor. Ganz zum Schluss kommen jetzt übrigens nochmal die Aufnahmen, wie die Handyanzeige quasi aussieht, wenn ich das Ganze an der Fernbedienung bediene. So sehen die Aufnahmen jetzt dann auf dem Handybildschirm aus. Da könnt ihr also links sehen, da gibt es die Funktion, dass man sprechen kann durch den Roboter und dass man den Lautsprecher zuschalten oder das Mikrofon zuschalten kann, dass man auch hören kann. Des Weiteren kann man Fotos schießen, das ist dann rechts, und man kann das Bild von oben nach unten spiegeln, also das heißt das Bild auf den Kopf stellen, wenn ich die Kamera eben einmal um 180 Grad rumgedreht habe. Leider gibt es keine Funktion zum Aufnehmen von Videos. Ich habe das Video jetzt aufgenommen, indem ich einfach ein Programm habe, eine Software auf dem Handy, was halt eben mitschneidet, was ich auf dem Bildschirm sehe. So lässt sich das quasi ein bisschen umgehen und so kann man eben auch Aufzeichnungen machen. Natürlich hat das Ganze auch ein paar kleine Schwächen. Also ihr habt bestimmt schon gesehen, die Gelenke, die haben viel Spiel und das Ganze ist aus Kunststoff gemacht. Auch die hinteren Ketten, die springen ab und zu mal von den hinteren Rädern ab, wenn man auf einem sandigen oder einem rauen Untergrund sozusagen ist. Auf einer glatten Oberfläche wie Asphalt oder wie hier auf einem Holzboden oder Fliesen oder sowas, machen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, da funktioniert das einwandfrei. Ja, das größte Manko ist allerdings der Akku. Denn das ist dieses winzige Ding hier. Also kein Witz, von diesem kleinen Teil wird der komplette Roboter betrieben. Und das hat halt eben nur 12,8 Volt und 800 Milliampere. Das könnte viermal so groß sein, damit es vernünftig funktioniert. So kann ich vielleicht 15 Minuten mitfahren und dann ist eben Schluss. Ja, alles in allem trotzdem ein super Teil, viel stabiler als ich es erwartet habe und auch viel kraftvoller als ich es eigentlich gedacht habe. Ja, ich kann es nur weiterempfehlen, falls ihr noch an irgend so ein Ding drankommt. Besorgt es euch. Nebenbei bemerkt, es würde mich freuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, indem ihr den Abonnier-Button klickt oder vielleicht auch mal ein Like da lasst. Und ich habe ja noch vor, im späteren dann ein Video zu machen, wo ich diesen Roboter an einem Seil in eine Höhle runterlasse und den dann in der Höhle fahren lasse.
Und da bekommen wir dann hoffentlich auch ein paar schöne Aufnahmen davon. Ja, wie gesagt, wäre nett, wenn ihr mich unterstützt. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, auf Wiedersehen.